Zwei Tage Feierlichkeiten haben mich an diesem Morgen nur auf 3 Stunden Schlaf gebracht. Und trotz der 3 Stunden Schlaf um 4 Uhr aufstehen, doch zu spät. Die Sonne ist schon aufgegangen. Es wäre bestimmt ein herrlicher Morgen gewesen mit tollen Farben, aber wir nehmen das, was wir bekommen können. Ich mag es unglaublich gerne, wenn die Sonne am frühen Morgen über die Bäume streicht. Das ist eine Art von Frieden, Ruhe und Erwachen der Natur. Könnte ich stundenlang mir angucken. Es gibt nichts Schöneres, als solche Momente festzuhalten. Das ist auch ein Teil der Fotografie. Heute freue ich mich ganz besonders, denn geplant haben wir ja Makrofotografie auf dem Land. Und vielleicht sehe ich ein paar Schmetterlinge. Ich lasse mich dann wirklich überraschen, ob wir so viel Glück heute haben. Was für ein herrlicher Morgen. Die Vögel zwitschern, die Ruhe, Frieden. Ein Hauch von Glück. Herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Sonntag früh, also ziemlich früh und eigentlich für mich doch ein bisschen zu spät. Die Sonne ist schon aufgegangen, also wie ihr es hinten sehen könnt. Und ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber da muss man jetzt besser draus machen. So, eigentlich hatte ich ja vorgehabt, ich wollte Makro machen und ich bin die letzten Tage hier schon öfters mal lang gelaufen und hatte natürlich keine Kamera dabei und hier waren überall solche Blumen am Wegesrand, ja, und hier auch ist natürlich nichts mehr von dem da. So, und ab und zu gehe ich an meiner Mittagspause mit unserem Hund eine Runde Gassi, also auch da gehen wir hier oben lang. Und dann hatte ich hier ein Paradies von Schmetterlingen gehabt. Und ja, wenn natürlich keine Blumen nichts mehr da sind und ja, da sind noch keine Schmetterlinge da. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, eigentlich wollte ich ein Experiment machen. Und zwar Makro 135mm, 35mm 1.4. Und das 500er Tele wollte ich einsetzen. Tja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache, wie ich das löse. Vielleicht komme ich ja doch noch zu meinem Ziel. Ich werde ja mal den Weg da hinten lang gehen und mal gucken, ob vielleicht noch am Wegesrand irgendwas ist. Weil ich bin ja doch ein bisschen fixiert auf diese Makro-Geschichte, gerade jetzt in dieser Jahreszeit. Und es macht eigentlich auch unglaublich viel Spaß. So, was ich jetzt gemacht habe, erstmal, ich habe jetzt mein 10-24mm drauf gemacht. Und durch die Sonneneinstrahlung, die von hier kommt,
haben wir auf das Feld natürlich wahnsinnig tolle Schattenperspektiven. Und ich mache einfach mal das Video mal an, damit ihr das mal sehen könnt. Also, so wie ihr das jetzt seht, habe ich jetzt auch die Kamera ein bisschen positioniert. Und ihr seht eigentlich, dass der Traktor hier eine schöne Spur reingefahren hat. Und diese Spur werde ich natürlich als Führungslinie nehmen. So, ich habe jetzt schon mal hier eine Probeaufnahme gemacht, aber ich nehme euch natürlich gerne mit zu der finalen Aufnahme, wie ich das machen werde. Und ich sage mal, wir gehen das mal kurz an die Kamera. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt einigermaßen sehen. Ja, also ich habe jetzt genau, also wir haben natürlich jetzt blauen Himmel ohne Wolken, ist natürlich für eine Landschaftsfotografie nichts aussagend. Wir haben also keine Dynamik in den Himmel drin, also ist nicht gerade sehr prickelnd. Deswegen habe ich jetzt das Bild so gesetzt, dass also von Himmel weniger als ein Drittel abgeschnitten ist. Und durch die Weitwinkelaufnahme habe ich die Kameraperspektive also ein bisschen nach unten gedreht. Ne? Also so wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Ja, ich habe es also ein bisschen geneigt, damit ich also hier in diesen Ausschnitt mehr eine Tiefe jetzt hier vorne gewinne, die mir hinten ins Bild rein fährt. So, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe natürlich jetzt hier diese Spuren als Führungslinien genommen und durch diesen Sonneneffekt, den wir hier drüben haben, gibt das eigentlich ein schönes Motiv ab. So, hier unten ist mein Dorf, ja, und hier drüben sehen wir noch einen Teil der Kirche, ist natürlich jetzt mit den Weitwinkel sehr weit entfernt, also die werde ich mit Sicherheit dann versuchen nochmal mit dem Tele aufzunehmen, mal sehen wie das aussieht. Und von den Einstellungen her, ich bin also auf F11. Ja, ich belichte jetzt hier auch ein bisschen weiter einen Punkt nach unten. Und dann komme ich auf 1/15. Ja, ich bin im M-Modus, klar. Und ISO belasse ich logischerweise auf 100. Und genauso mache ich jetzt mein Foto. Ich habe jetzt mein Tele drauf gemacht, also da, und habe jetzt auf die Kirche fokussiert. Aber vorher möchte ich noch was anderes zeigen, und das habe ich jetzt nicht gefilmt, aber ich will es euch trotzdem zeigen, weil die Sonne, die geht ja doch schon ein bisschen schnell nach oben. So, ich habe jetzt mir hier diesen Strauch hier als Motiv hier vorne ausgesucht, so dass die Sonne also genau, so wie ihr es jetzt seht, durch den Strauch durchscheint. Die hatte vorhin noch ein kleines bisschen tieferen Stand gehabt. Und ich erhoffe, habe mir jetzt erhofft, dass ich dadurch diese Sonnenstrahlen durchbekomme. Bin mit dem Weitwinkel reingegangen und habe dann die Blende stark geschlossen. Und habe dann auf mehreren Blendenstufen mehrere Fotos gemacht. Also Blende 16, Blende 18, Blende 22. Ich weiß, alles was über 18 ist, gibt eine Beugungsunschärfe, aber ehrlich gesagt, das ist mir eigentlich egal. So, und dann habe ich gedacht, okay, versuchst du mal noch ein Panorama zu machen. Also ich habe jetzt hier bei dieser Aufnahme dann mehrere Bilder gemacht, also einmal im Hochkantformat und im Querformat, und bin dann auch mit dem Panorama einmal hier durchgegangen. Mal sehen, wie das wird. Gucke ich mal einen PC an und dann bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt. Ja,
Bei so einem Wetter muss ich jetzt fairerweise auch sagen, die haben heute 31 Grad wieder angesagt. Und bei 31 Grad fahre ich natürlich nicht in irgendeine Landschaft, wo ich dann auf den Berg steigen muss, ja, um irgendwas Schönes zu sehen. Das ist mir einfach viel, viel zu warm. Ne? Also das mache ich dann nicht. Solche Touren, gerade wenn ich hier hinten ins Eichsfeld fahre, wo wir doch einen anderen Höhenunterschied haben und wo es doch mal hoch und runter geht, ja, auf Deutsch gesagt, oder in Thüringer Wald, sagen wir es mal so rum. Also genau in diese Richtung wäre das. Das sind dann Touren, die mache ich dann, wenn das keine 30 Grad am Tag werden. Ne? Weil wir haben es jetzt schon, also ganz locker 20 Grad im Schatten oder in der Sonne, ich weiß jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist es ziemlich, ziemlich warm. Und da macht man, also ich mache dann solche Touren natürlich nicht, ja, weil da bist du ja mehr kaputt wie alles andere. Und ich suche mir dann eben halt solche Fleckchen wie hier raus. Ich wohne auf dem Land und auf dem Land hast du immer sehr, sehr schöne Motive, die du finden kannst, gerade in der Morgenstunde. Und jetzt geht es aber zu dem nächsten Motiv. Und zwar da in die Kirche. Ich mache mal das Video an mit dem Tele. Das ist natürlich, ich hoffe, es vibriert nicht ganz so schlimm. Also so wie ihr jetzt den Ausschnitt seht, finde ich das eigentlich echt schön. So, wir gucken uns das jetzt aber einmal ganz kurz an der Kamera hinten am Display an. Und dann sage ich mal was, warum ich diesen Bildausschnitt so gewählt habe. Und dann wechseln wir einmal jetzt zum Display hinten. So, ich nehme das Ganze mit dem Handy auf, weil mit dem Pocket spiegelt mir das doch zu sehr. Da seht ihr eigentlich so gut wie gar nichts. So, ich hoffe, das hält jetzt ein bisschen still. Also ich habe jetzt die Kirche hier in den linken Punkt reingesetzt. Warum? Weil durch die Bäume habe ich jetzt hier eine fantastische Linie drin. Und dass die Kirchturmspitze in den linken Drittel führt mir eigentlich ein gesundes Bild im gesamten Gesinn. Ja, ich habe jetzt also auch die 2/3 oder 1/3 Regelung jetzt genau genommen. Ja, habe sie also nicht mittig gesetzt, sondern genau hier rein. Und durch diese Bäume, die mir jetzt hier rahmen, das vermittelt mir, also ich habe jetzt hier eine Linie drin, das ist wie ein Dreieck. Und ich habe hier oben eine Linie drin. Und hier von hier nach hier habe ich das Motiv drauf. So, von den Einstellungen her, ich bin also hier auf F9 gegangen bei 1/160 und ich mache ein bisschen Unterbelichtung bei der Nikon immer. Ja, da fahre ich eigentlich ganz gut. Das müsst ihr aber bei eurer Kamera mal selber gucken, wie eure Kamera reagiert mit den Bildern und bleibe natürlich auf ISO 100. So, vom Telebereich können wir mal gucken. Also ich bin hier auf 330, 340 mm auf APS-C. Und dann kriege ich einen schönen Bildausschnitt. Und so mache ich jetzt mein Foto. Ich bin jetzt noch ein Stückchen Weg nach hinten gegangen, ist nicht weit, aber hier am Blumenrand haben wir
doch noch so eine einzelne Blume habe ich ja gefunden jetzt. Da hinten stehen auch noch welche, aber die sind ziemlich verdeckt. Also von Makro ist das keine große Ausbeute heute. Ja, ist es aber auch nicht ganz so schlimm, nicht so tragisch. Es passiert eben halt. Ja, ich habe doch ein paar andere schöne Bürderchen mitgenommen. Ja, also genau wie ich es euch schon gezeigt und gesagt habe. Nutzt einfach. Deswegen, das ist so ein Thema, warum ich immer mehrere Objektive immer mit habe. Und ich wechsle durchaus bei so einer Fototour doch öfters mal das Objektiv. Also ich habe heute ein 10-24 schon drauf gehabt. Ich habe heute ein 150-600 drauf gehabt. Jetzt habe ich ein Makro drauf. Also ich wechsle öfters doch die Objektive, wie manch einer meint. Also und deswegen, ich sag mal, habe ich auch noch keine spiegellose Kamera. Das hat ein bisschen was mit den Sensoren zu tun und diese Flecken, die man da drauf kriegt, weil der Verschluss hier halt offen ist. Aber ist egal, ist ein anderes Thema. So, zum Motiv. Und zwar, so wie ihr das jetzt hier seht, ist jetzt nicht ganz ideal, weil was mir jetzt nicht gefällt, ist dieser, der genau über die Blüte drüber läuft, dieser helle Schein. Ja, das liegt einfach an der Winkelposition, weil wir haben hier drüben Feld. Ich bin jetzt zwar schon ziemlich niedrig, aber dadurch, dass ich natürlich jetzt auf die Blumen auf Augenhöhe nehme, erreiche ich trotzdem durch diese Tiefe den Himmel ein bisschen rein, auch wenn er in Unschärfe ist. Und das gibt so ein helles Bild. Ja, ist nicht ganz prickelnd. Wenn ich jetzt aber weiter rangehe, dann wird die Blüte groß, das will ich nicht. Sondern ich will sie ja so abgelichtet haben, wie sie da steht. Und wenn ich jetzt den Winkel ändere, ja, dann habe ich die Blüte jetzt, also dann habe ich die Blüte der Blume eigentlich von hinten. Das gefällt mir auch nicht. Also bleibt eigentlich nur im groben Ganzen dieser Winkel übrig. Und dann muss ich eben halt leben, dass eben halt der Hintergrund ein bisschen variiert vom Himmel zum unscharfen Grün runter. Ist halt leider Gottes so. Gottes so lässt sich halt jetzt nicht ändern. Ja. Aber ich wollte unbedingt noch ein Makro mitnehmen und das werde ich jetzt auf jeden Fall so tun. Und von den Einstellungen her, ja, es ist nichts Wildes. Ne? Also ich bin auf f3,8, ein 1/640 ISO lasse ich wieder immer auf 100. Und ich bin schon geflasht von solchen Bildern, also die finde ich schon cool, sowas darzustellen. Und mal sehen, vielleicht lege ich mir dies ja noch ein anderes Makroobjektiv zu. 105er, 28er oder ein 150, 20er, wenn ich eins kriege. Und da muss ich mal gucken. Das wäre auch ein schönes Objektiv. Und ja, auf jeden Fall mal erstmal so jetzt mein Bild. So, ich werde jetzt nachher gleich nochmal wechseln auf mein 35mm 1.4 und werde dieses so ein Bild nochmal mit 35 1.4 Blende ablichten. Mal sehen, wie das aussieht. So, ich blende euch dann die Bilder ein. Also, ich mache jetzt erstmal meinen Shot und dann hören wir nochmal. Also, bis gleich. So Leute, ich muss mich mal mit der Kamera ein bisschen drehen, weil von da kommt nämlich genau die Sonne. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen rumdrehe, ist das Video also genau von der Seite, wenn ich es eigentlich filmen will, um da was zu erklären, weil ich bin Rechtshänder, ist natürlich scheiße, weil ich stehe genau hinter der Sonne und man filmt ja nicht dagegen. So, aber von der Seite können wir es vielleicht noch machen. Also, ich habe jetzt 35mm 1.4 drauf gemacht und ich bin echt geflasht. Also das ist echt cool. So wie ihr das jetzt seht hier im Video. Diese Schärfentiefe, die ich mit 1.4 erreiche, das ist natürlich der Hammer.
Und da muss ich jetzt wieder sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das Makro besser ist oder ob dieser Festbrennweiter mit 1.4 besser ist. Mir gefällt einfach beides. Das sind wieder Situationen, wo ich mich dann vom Bildaufbau her oder von der Gestaltung eines Bildes wieder ganz, ganz schwer entscheiden kann, welches ist das bessere. Weil mir einfach beide gefallen. Ja, also wenn ich jetzt sowas sehe, ich habe jetzt mit dem Objektiv diese Art der Fotografie noch nicht gemacht. Ja, ich habe mir das am Anfang des Jahres gekauft und ich habe schon gedacht, na, hast einen Fehlkauf gemacht. Aber jetzt, wo ich das sehe, es hat eine gute Einstellgrenze. Also solche Bilder mit einer Unschärfe zu produzieren auf 1.4, das ist der Hammer. Und wenn ich jetzt noch eine andere Lichtsituation habe, wo ich also vielleicht noch ein bisschen Dunst habe oder irgendwas anderes und nicht jetzt diesen gerade, ja, der Himmel ist jetzt natürlich scheiße, ne? Also sagt mir zwar nicht scheiße, aber der ist doof. Der gefällt mir natürlich nicht, ne? Weil ich dieses Blau im Hintergrund habe. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich nehme jetzt das, was da ist, und für mich ist es auch irgendwo ein Experiment, um zu wissen, welches Objektiv kann man natürlich jetzt für welche Situation einsetzen. Solltet ihr vielleicht auch mal ausprobieren, wer das noch nicht gemacht hat. Ist wirklich, es kann sehr, sehr spannend sein. So, Nachteil, was das Objektiv halt hat, das ist eine Samyang-Sparte. Es ist ein rein manuelles Objektiv. Na, also ihr habt jetzt das ist keine ALF dran, wo ich auf die Taste drücke und dann auf, ne? Das funktioniert nicht. Sondern ich muss es manuell fokussieren. Ist aber nicht schlimm. Ich gehe eine Lupenvergrößerung rein und dann stelle ich das scharf und alles ist gut. Wobei ich sagen muss, bei so einer Aufnahme würde ich auch keine ALF nehmen, sondern ich würde es generell manuell einstellen und dann halt aufs Stativ stellen. Ich komme jetzt hier mit meinem Stativ schön Bodner, ja, das ist das, ich weiß gar nicht, ob es ein Carbon ist. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr leicht, also das wiegt so gut wie gar nichts. Und ich komme ziemlich weit nach unten, das finde ich halt sehr gut. Und auf jeden Fall mache ich jetzt so mein Bild. Und da habe ich ja doch noch ein bisschen Glück gehabt und meinen Willen noch ein bisschen gekriegt. Ja, ich habe schon gedacht, scheiße, Blumen sind alle weg. Das sage ich mir, scheiße. Also das, was ich vorhatte, ist alles da vorne weg. Aber hier hinten habe ich jetzt doch gesehen, ja, gefällt mir. So, ich mache jetzt meinen Shot und dann blende ich euch mal das 35 1.4 ein und das Makro. Leider schießt die Kamera nur auf 1/4000. Ja, das heißt also, jetzt, ich bin ein kleines bisschen überbelichtet, so ein Punkt, das ist jetzt hier nicht schlimm, aber ich müsste jetzt entweder den ISO ändern, was ich ungern mache. Das heißt, ich nehme Schärfe des Bildes weg. Ja, besser wäre eine Kamera zu nehmen, die 1/8000 schießt. Und das ist auf APS-C natürlich etwas schwer zu bekommen. Ja, also die D7500 kann das, aber die neuen Z-Systeme auf APS-C, die schießen alle auf 1/4000. Das ist auch so ein Punkt, warum ich noch keine habe. Ja, auf jeden Fall, ich mache jetzt das Bild. Ich blende euch beide ein. Und dann hören wir nochmal, weil das ist jetzt mein letztes Motiv. Und ich wünsche erstmal viel Spaß mit dem Bild. Also bis gleich. So, meine lieben Liebenden, das wird es dann heute von mir gewesen sein. Ja, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin bei 1/4000, da müsste ich ein ISO verändern. Ja, ist natürlich Blödsinn, weil ich war ja schon bei ISO 100.
Und wenn ich bei ISO 100 schon bin, kann ich den ISO nicht mehr verändern, weil wenn ich den ISO jetzt verändere, wird das Bild ja noch schlimmer überbelichtet. Also ich lasse ja mehr Licht dann noch zu. Das ist also Schwachsinn, was ich da erzählt habe. Vergesst es, ne? Ja, da hilft nur noch, die Blende zuzumachen, um dann von der Belichtung her weiter runter zu kommen. Und wenn ich die Blende natürlich zumache, dann habe ich natürlich keine schöne Schärfentiefe mehr. Ja, die verändert sich natürlich. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist ein Vollformat besser. Nein, behaupte ich jetzt mal, ist nicht der Fall, sondern einfach eine Kamera, die auf ein 1/8000stel schießen kann, wo ich jetzt den Wert einfach von 1/4000stel auf 1/5 oder 1/6000stel ändern kann. Und dann wäre ich jetzt bei Blende 1.4 auf APS-C gelandet mit ISO 100, ohne dass es überbelichtet wäre. Ja. Im Groben Ganzen, mir hat das wieder sehr, sehr viel Spaß heute gemacht und nach so ein paar Indoor-Videos, ja, die ja auch eigentlich nicht ganz so verkehrt waren, ist es allerdings wieder schön, mal draußen gewesen zu sein, jedenfalls oder draußen zu sein. Jetzt wird es wirklich, wirklich sehr, sehr warm und ich gehe jetzt wieder nach Hause, gucke mir die Bilder an, die entstanden sind und ihr habt es schon gesehen. Werde so in Ruhe frühstücken, Kaffee trinken. Ich glaube, wir haben es gerade um 8 Uhr oder sowas, Sonntag früh um 8 Uhr. Ja, ich bin schon seit um 5 Uhr rum. Nee, wann bin ich aufgestanden heute? 4 Uhr hat der Wecker geklingelt. Ja, und 4:30 bin ich dann endlich mal in die Pötte gekommen nach 3 Stunden Schlaf. So, also, es wird ziemlich warm. Genießt das schöne Wetter, geht raus, geht fotografieren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Vielleicht kommt Montag schon ein neues Video von mir. Ja, quatschen wir vielleicht ein bisschen zusammen, Montag, Schontag. Vielleicht erzähle ich was ein bisschen, wie ich Social Media betrachte und YouTube betrachte. Und wie so das restliche Jahr ein bisschen von den Outdoor-Videos geplant ist, was ich so ein bisschen im Kopf habe. Weil ich plane ja normalerweise nichts. Aber ich lasse euch gerne teilhaben, ja, was euch da ein bisschen so erwartet. So, also, jetzt kommen nochmal die Bilder, die ich gemacht habe, wie ihr das gewohnt seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, bleibt mir schön gesund. Ciao, euer Pierre. Bye, bye.